Der Call of Duty Black Ops 3 Klassenguide zu der ECR 1. Ihr habt so abgestimmt und mehr dazu direkt nach dem Intro. Moin Leute und herzlich willkommen bei Lead Effect. Ich bin's wieder, T-Monster, und wie gerade erst schon gesagt, der Guide zu der ECR 1. Ihr habt so abgestimmt und Leute, die ECR 1 ist so ein geiles Sturmgewehr. Das ist so ein richtig schöner Laser. Und ich habe auf die Waffe draufgepackt, oder ich spiele am liebsten auf der Waffe, der Schnellziehengriff. Das heißt, ich bin schneller im Visier. Das ist sehr wichtig, gerade mal, oder gerade deswegen, weil die ECR nicht wirklich nahkampfstark ist. Außerdem habe ich noch drauf den Schaft, damit ich mich im Visier auch schneller nach rechts und links bewegen kann, weil du solltest in vielen Situationen vorher schon im Visier sein, bevor du in den Gunfight gehst. Klar hilft schnell ziehen in Notsituationen, aber versuche einfach immer eher zu zielen und zu schießen als der Gegner, weil das ist so ein kleiner Nachteil der ECR, dass sie nämlich wirklich schwierig ist im Nahkampf. Außerdem habe ich noch drauf, ganz typisch für mich, das Schnellfeuer, damit ich noch ein bisschen mehr Nahkampfvorteile habe. Aber die Waffe ist einfach keine wirkliche Nahkampfwaffe. Sie ist einfach auf mittlerer bis weiter Distanz absolut stark und eben auch gerade arschpräzise. Deshalb Schnellfeuer, damit ich auch mal im Nahkampf irgendwie einen Ansatz von Chance habe. Also mit der Waffe muss man wirklich überlegt spielen. Außerdem habe ich noch drauf die Magazinerweiterung, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, die ECR ballert die Kugel einfach raus wie sonst was. Sie schießt jetzt nicht besonders schnell und auch nicht besonders langsam. Sie ist wirklich so mit allen Stats absolut im Mittelfeld. Also sticht nirgendwo besonders heraus, außer natürlich bei der Präzision. Aber trotzdem gehen die Kugeln weg wie nüchte. Deshalb Magazinerweiterung nur zu empfehlen. Was mir gerade so einfällt, ist, dass übelst wenige von euch das Challenge-Video von Daniel und mir gesehen haben. Das habe ich mal oben für euch verlinkt, nämlich die Karamell- und Senf-Challenge. Damit ist schon alles gesagt. Das war mega, mega, mega viel Arbeit, das Video. Und mich würde es freuen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt echt mal rein. Das war echt witzig. Wir mussten einfach bei jedem Tod ein Stück Schokolade bzw. ein Stück Karamellschokolade mit richtig geilem, ekelhaften Senf essen. Also so richtig schön reintunken und dann schön einfach genießen. Richtig eklig, Leute. Außerdem könnt ihr uns auch auf Instagram followen. Das würde mich mega, mega freuen. Deshalb, ihr könnt gerne mal vorbeischauen und vielleicht ein Instagram-Follow dalassen. Und Leute, bevor ich jetzt überhaupt das Wichtigste vergesse. Der nächste Guide wird natürlich wieder nächsten Sonntag stattfinden. Und diesmal wird abgestimmt zwischen der Faro und der Razorback. Die Abstimmung findet ihr auch oben rechts hier in dem Video. Einfach draufklicken und die Waffe anklicken, auf die ihr für den nächsten Guide Bock habt. Kommen wir mal wieder zurück zum Guide, und zwar, welche Extras spiele ich denn bei meiner ECR-Klasse? Das wäre Extra 1, der gute Nachbrenner, damit du immer schön noch viel rumspringen kannst. Für die Leute, die keinen SCAF-Controller haben, nehmt Sechster Sinn, nehmt Geist, nehmt das, was ihr dort am liebsten habt bei Extra 1. Extra 2 kann ich nur empfehlen, Plünderer, damit ihr einfach nie wirklich Munitionsprobleme habt, weil die Waffe spielen wenig Leute, das heißt, du hast wenig Möglichkeiten, Munition irgendwo auf der Map zu finden. Das geht ja nur heruntergefallenen ICRs, nimmst du ja wieder Munition auf, wenn denn ein Gegner die spielt oder einer aus deinem Team. Aber dann musst du eben erstmal, das ist so unwahrscheinlich, deshalb echt Plünderer, dass du immer Munition da hast. Und Extra 3, der Strahlendämpfer, was bei mir einfach ein Standard ist und ich so gut wie in jeder Klasse habe. Leute, hier seht ihr nochmal die Klasse komplett eingeblendet und ich denke, es wird Zeit. So Leute, es wird langsam Zeit für das Gameplay, für den zweiten Teil des Guides mit der ECR. Wir werden ein bisschen was probieren, Lustiges mit den Killstreaks. Einfach so. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß in dem Gameplay. Und damit herzlich willkommen im Gameplay. Wir spielen auf der Map Stronghold. Eine meiner geilsten Karten überhaupt. Einer meiner geilsten Karten, als wenn das meine Karten sind. Alles klar, Leute, die kommen komplett über rechts. Aua! Der beste Start ist doch so immer der, wo du einfach direkt stirbst am Anfang und dann rasierst du einfach. Dann hörst du einfach nie auf mit Rasieren. So, das ist jetzt natürlich Ziel der Sache. Ich habe einen Geist mit dabei, ich habe einen Wächter mit dabei. Wie gesagt, ich will irgendwas dumm zustellen. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde irgendwas dumm zustellen. Ist ja nicht, in dem Fall ist es ja dann überlegt und nicht dumm. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht... Egal. Na, bestimmt spielst du mit der Ajax. Na klar spielst du mit der Ajax, du kleiner Junge. Dröhnchen an. Um ein bisschen zu sehen, wo die Gegner denn sich hier aufhalten. Es wird Zeit, die Gegner zu finden und so zu eliminieren. So, Drohnen-Assist. Annihilator ist auch gleich ready. Ich überlege gerade, ob ich jetzt außen rum gehe. Ich gehe einfach jetzt immer außen rum. Ich habe nur noch 80 Punkte, dann habe ich meinen kleinen Wächter. Das wird richtig schön. Dann kann ich endlich... Oh Gott, bin ich gerade vor dem Gegner erschrocken, der eigentlich gar kein Gegner ist. So, jetzt habe ich erstmal meinen Wächter.
Das ist eine sehr gute Voraussetzung für das, was ich jetzt eigentlich tun will. Nämlich endlich mal ein bisschen was zustellen. Und ich laufe immer noch außen am Rand der Map lang. Ist einfach übelst safe. Na, ich bin dumm! Das war richtig schlechtes Aim. Wunder, dass ich das überhaupt gewonnen habe. Das war auch, naja gut, das war mehr Können als alles andere, eigentlich. Oh, ich habe gegen eine M8 gewonnen, wahrscheinlich gegen eine M8. Da kommt einer. Habe einfach weggeholt. Ich wusste einfach direkt, dass er da war. Ich habe ihn schon eher gesehen als alles andere. Einfach so einen kleinen Schatten, so wusch. Und da dachte ich mir, da ist der Gegner. So. Er hat einfach den Wächter zerstört mit der Kriegsmaschine. Es war total komplett sinnlos eigentlich. Na! Oh nö, ich schaff's nicht. Ja, das war ein Assist. Leute? Scheiße, wir gewinnen immerhin, aber trotzdem, ich habe so eine Kacke zusammengespielt. Naja. 20 zu 6, ich denke, das kann man trotzdem lassen. Das war jetzt von dir das Geilste überhaupt. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt mit dem Wächter. Ich habe mich ja immer den Geist erreicht. Trotz allem spielt sich die ICE eigentlich wirklich geil. Also du hast einfach so einen Laser in der Hand. Und wenn du präzise bist, wenn du auch gut in der M8 spielen kannst, dann spiel auf jeden Fall mit ICR. Das ist eigentlich die vollautomatische M8. Gerade mit der Präzision. Das ist abnormal. Hinterlasst mir auf jeden Fall wieder Feedback in den Kommentaren. Wie gesagt, zu der Klasse. Wie findet ihr die Klasse? Und ja, ich bin gespannt, was bei der Abstimmung rauskommt. Ob es denn die Faro oder die Razorback wird. Und ich würde mich jetzt erstmal verabschieden, denn das war's von mir, euer Monster. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You meant to be my friend, nothing more.